Die Schienen für die neue Mainzelbahn fehlen noch, aber die Brücke steht. Nach 19 Monaten Bauzeit gilt die Straßenbahnbrücke über die Autobahn A60 bei Mainz-Marienborn seit Mittwoch als offiziell fertiggestellt. Also die Brücke hat fast 70 Meter Spannweite, weil sie ausgerichtet ist auch schon auf einen möglichen Ausbau der Autobahn. Es sind etwa 120 Tonnen Stahl und 1200 Kubikmeter Beton verbaut worden. Insgesamt wiegt das Bauwerk 2900 Tonnen. Und ich glaube, wer hier in Marienborn vorbeifährt und man einen Blick drauf wirft, sie ist auch schön geworden, die Brücke. Die Brücke ist das größte Bauwerk in dem Gesamtprojekt Mainzelbahn. Sie führt die neue Straßenbahnlinie von Marienborn auf den Mainzer Lerchenberg. Während der Bauzeit mussten die Autofahrer auf der A60 ein paar Mal Geduld mitbringen. Also wir mussten für die Autobahn, für die Brücke über die Autobahn mehrfach sperren, weil auf dem Mittelstreifen der Autobahn ein Pfeiler runtergebracht wurde. Dafür waren umfangreiche Bohrarbeiten notwendig. Wir hatten 3 Sperrungen im Januar, die liefen erstaunlich reibungslos. Dann kam uns leider Gottes die Schiersteiner Brücke dazwischen, sodass dann die nächsten beiden Sperrungen für das Traggerüst, Aufbau und Abbau, die notwendig waren, wir die etwas besser, etwas anders eintakten mussten. Aber insgesamt hat es eigentlich erstaunlich gut, erstaunlich reibungslos funktioniert. Für die von den Behinderungen genervten Verkehrsteilnehmer gibt die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder aber jetzt Entwarnung. Naja, die schlimmsten Mainzelbahnbaustellen, die sind eigentlich jetzt rum auf den Hauptverkehrsachsen. Allerdings erfordert es natürlich nach wie vor Baustellen. Insgesamt ist die Baustellensituation so, Mainz wächst. Es wird viel gebaut an vielen Ecken und Enden. Aber die Mainzelbahn wird künftig nicht mehr den größten Anteil daran haben. Wenn beim Bau der neuen Strecke alles gut läuft, soll die Mainzelbahn Anfang 2017 in Betrieb gehen.